Fährt am Auto, bis er weinen. Wo will der hin? Fährt am Auto, es geht auf die Marke zu. Rennen ist gestartet, das war Alec Hornline. Kommando will haben Jorma Kontio mit Here to Rock F. Und der übernimmt es jetzt. Geht nach vorne. Here to Rock F geht als erster in den Bogen hinein. Dahinter in zweiter Position On Stride. Paparazzi an der Innenkante. Außen dabei ist Arnold Mollemer mit Proud Wood. Und in dritter Spur, Quite an Avenger ist da auch noch mit dabei. Und in dritter Spur, naja, aus dieser Perspektive können wir schwer erkennen, wer der Dritter ist. Und jetzt weiter. Schicke Bilder, nicht ganz leicht zu kommentieren. So geht es von Ziel ab auf die Schlussrunde. Das müsste außen Ludwig Colgini sein mit Paloma LB. So, ja, oh Mann, 6-8, das sind die ersten beiden. So geht es auf die letzte Runde. Dann die drei On Stride mit außen 4 Quite an Avenger. Pferde sind auf der Schlussrunde bereits, geht ja über die Meile, 6, 8, innen die 3, dann die 4, dahinter die 1, Paparazzi, mit außen 7, NATO Dream und dahinter Proud Wood. Feld erreicht die Gegenseite, Kommando bei Here to Rock F. Here to Rock F, Paloma LB und jetzt kommt die Attacke von Quite an Avenger. Das ist Quite an Challenger jetzt, da hat Paloma LB bereits Probleme. Fehler der 4, Quite an Avenger. Der springt sich hier aus dem Geschehen. Dafür setzt nun NATO Dream nach und versucht es hier noch einmal. Vorne aber ist Here to Rock F. Here to Rock F an der Spitze mit Jorma Kontio vor dem nachsetzenden NATO Dream. Und dahinter ist auch gut postiert noch Arnold Mollemer. Der hat noch was in der Hand und der vorne ist müde. Und jetzt könnte er kommen, Mollemer mit Proud Wood in der Mitte der Bahn. Jetzt erst einmal nach vorne gegangen, NATO Dream aber außen kommt Proud Wood. NATO Dream aber liegt zu, NATO Dream, Proud Wood. Nee, die kriegt er nicht. NATO Dream beschleunigt gegen Proud Wood. NATO Dream, Proud Wood und weit zurück dann Here to Rock F. Stefan Melander checkt da seine Form. Erfolgreich.